Hallo Freunde des Kuchengeschmacks und herzlich willkommen bei Jens Outside Cooking. Mein Name ist Jens, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Grillvideo zeige ich euch, wie man leckere Bella Toscana Steaks Wraps am Grill zubereitet. Und wie man diese leckeren Wraps am Grill zubereitet, was wir dafür an Zutaten benötigen und vor allen Dingen, wie man die Wraps zum Ende hin richtig faltet. Das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß mit diesem Grillvideo. Ich weiß ja nicht, wie es euch ergeht, aber meiner Meinung nach sind so Wraps oder allgemein Fingerfood immer ein richtig cooles, einfaches und saugeiles Essen. Das kann man richtig gut wegfuttern und macht immer wieder Bock auf definitiv mehr. Ja, und ich habe diese Nummer eben vor ein paar Wochen schon mal einmal durchgegrillt und ich fand dieses Rezept einfach so lecker, dass ich euch dieses Rezept definitiv nicht vorenthalten möchte, weil ich finde eben oft von den Zutaten her Pilze, Paprika, Zwiebeln, das Rindersteak mit dem Käse drin und dann diese geile Soße dabei, das geht einfach so mega gut ab. Ja, und ja, jetzt wollen wir auch gar nicht mehr allzu lange quatschen und kommen auch direkt zu der Vorstellung von unseren Zutaten. Für die Zubereitung von Bella Toscana Wrap benötigen wir 250 Gramm Champignons, diese einfach mal putzen, halbieren. Also nicht halbieren, sondern in Scheiben schneiden, sorry. Dann benötigen wir außerdem eine rote Paprika, diese in Streifen schneiden. Eine gelbe Paprika, diese könnt ihr auch nochmal einfach in Streifen schneiden. Eine mittelgroße rote Zwiebel, diese einfach schälen, halbieren und den Halbringe schneiden. Ich finde, so Halbringe machen sich immer viel schöner. Ja, da hat man zum Ende beim Essen dann nicht diese langen Fäden, die man jetzt am Ende damit rauszieht. Also, ne? Einfach einen Halbringe schneiden und dann läuft das auch. Dann benötigen wir 2 Zehen Knoblauch. Zum Knoblauch habe ich noch mal ganz kurz einen kleinen Tipp an euch. Wenn ihr Knoblauchzehen habt, da kommt dieser kleine grüne Keim schon raus, dann einfach den Knoblauch nochmal schälen, einmal halbieren, diesen kleinen grünen Keim in der Mitte rausnehmen. Der kann dann ab in die Tonne rein, weil dieser Keim ist nämlich der kleine Übeltäter, warum ihr zum Ende nachts nicht vernünftig schlafen könnt. Ihr bekommt Durst, fühlt euch einfach unwohl. Also nehmt den Keim einfach raus, ja, und dann läuft das auch gut. Was natürlich zum Ende bleibt, bleibt natürlich der gute Duft. Also, ne? Also Vampire werden definitiv nachts nicht kommen. Dann benötigen wir außerdem pro Wrap nochmal einen Esslöffel Creme Fraiche. Zum Würzen von den Pilzen, Paprika und so weiter. Einen gehäuften Teelöffel Paprika Edelsüß. Etwas Pfeffer, etwas Salz, was ist denn los heute? Dann benötigen wir zum Würzen von dem Rindersteak ein paar Barbecue- und Steaksalzflocken, auch da nehmt einfach das Salz, wo ihr einfach Bock drauf habt. Dann außerdem habe ich jetzt hier ein Rindersteak liegen, ist ein Entricot, das sind jetzt hier 500 Gramm, ist vom Angusrind. Und dann habe ich jetzt hier mir mal die Vollkorn-Tortilla-Wraps mal gegönnt. Ihr könnt jetzt auch gerne die normalen Weizen-Wraps nehmen, die schmecken genauso gut. Ja? Also macht einfach so, wie ihr zum Ende einfach Bock drauf habt. Ja, hier das Rindersteak habe ich schon erwähnt. Dann benötigen wir zum Würzen von den Pilzen, Paprika und so weiter nochmal etwas Pfeffer. Den werden wir gleich ganz frisch malen. Und dann habe ich mir jetzt vor kurzem mal die Soße von, also die Bella Toscana Soße von Black Barbecue aus Hameln gegönnt. Leute, das ist eine richtig geile, leckere Soße. Also ich fand die so extrem lecker, dass ich mir die jetzt einfach nochmal bestellt habe. Weil die schmeckt wirklich auch auf Burgern gut, die geht in Wraps richtig gut. Einfach so zum normalen Hackfleisch kann man die auch richtig gut zu essen. Und das Geile ist eben bei diesen Soßen hier von Black Barbecue, die sind ohne Hefeextrakt, ohne Farb- und Aromastoff und vor allem auch laktosefrei. Ja? Also ich werde euch mal einen Link dazu raussuchen und ich packe euch den Link unten mal mit rein. Das Ganze ist übrigens heute auch alles eine unbezahlte Werbung. Ja? Ich habe mir alle Zutaten komplett selber gekauft. Dann benötigen wir noch etwas Mozzarella-Käse gerieben. Und dann habe ich jetzt hier wieder das Olivenöl von der Ölmühle in Solling. Die kommt aus Bozen, ist ein richtig geiles und leckeres italienisches Olivenöl. Ich finde es richtig gut, deswegen nutze ich mittlerweile nur noch dieses Olivenöl. Auch hierzu habe ich mir ebenfalls selber gekauft und den Link dazu packe ich ebenfalls, wie alle Zutaten komplett, schreibe ich alles unten komplett in der Box mit rein. Dann wird noch benötigt ein Messer, ein Esslöffel, dann habe ich jetzt hier noch so einen Olivenholzkochlöffel. Ja, den Gasgrill brauchen wir heute mit Seitenkocher und dann hier so eine schöne Eisenpfanne. Bei der Pfanne könnt ihr auch ebenfalls die nehmen, die ihr gerade da habt, oder einfach eine Gusseisenpfanne. Auch die sind ganz hervorragend. Und ja, jetzt kommen wir auch direkt zur Zubereitung von unserem leckeren Bella Toscana Wrap. Als erstes werde ich jetzt erstmal den Gasgrill zünden, denn nur da, wo gleich vernünftig Hitze anliegt, bekommen wir zum Ende auch ein paar schöne ordentliche Röste rum und unser schönes Rindersteak dran. Ne? Und mal einmal ganz kurz zu meinem Gasgrill. Also er ist mittlerweile schon ganz schön in die Jahre gekommen, habe ich glaube ich 2004.
2015 oder 2016 gekauft. Na gut, er hat natürlich ja auch extrem viel schon Burger und Steaks und auch diverse Braten schon durchgezimmert. Also irgendwann geht auch dieser Kollege mal einmal in Rente, da muss mal was Neues her. Mal schauen, was da mal kommt. Und jetzt werden wir erstmal alle drei Brenner zünden. Deckel erstmal zu, jetzt kann dein Gast mit aller Ruhe schön vernünftig vorheizen. Und jetzt kommen wir erstmal als nächstes zum Salzen von unserem Rindersteak. Beim Salzen vom Rindersteak ja, scheiden sich, glaube ich, auch so die Geister. Der eine macht es vorher, der andere macht es hinterher. Ich glaube, so eine richtige Regel dazu gibt es, glaube ich, auch überhaupt gar nicht. Aber gut, eins ist natürlich wichtig, Salz das Steak natürlich jetzt nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde vorher, weil Salz, ist klar, entzieht dem Steak zum Ende hin ja, reichlich Feuchtigkeit. Ja? Und somit habt ihr dann irgendwann ein Stückchen ja, zähes Leder oder ein Stückchen Schuhsohle. Also ich mache das immer am liebsten so circa 5 bis 10 Minuten vorher. Ja? Und dazu geben wir jetzt mal so ein bisschen Barbecue und Steaksalzflocken hier oben drauf. Muss auch gar nicht wahnsinnig viel sein. Ja? Man isst natürlich ein schönes Stückchen Fleisch, das kann noch ein bisschen was auch ab. Aber ich finde, so wie das jetzt hier ist, reicht mir das einiger aus. Das muss gar nicht so extrem gesalzen sein. So, jetzt drehen wir das Steak mal einmal rum auf die andere Seite. Wir können jetzt hier auch ein paar schöne Salzflocken mit drüber geben. Ganz leicht ein bisschen gleich einmal einmassieren. Und dann darf das Steak jetzt hier mal so für die nächsten 5 Minuten mal so ein bisschen liegen bleiben. Und jetzt stellen wir die Pfanne erstmal auf den Seitenkocher drauf. Kann schon mal ein kleines bisschen vorheizen. Und können schon mal ja, so einen schönen ordentlichen Schluck Olivenöl hier mit reingeben. Weil ich finde, Olivenöl macht sich bei ja, so einem schönen Pfannengemüse immer extrem gut. Das Olivenöl hat jetzt seine Temperatur erreicht. Jetzt können wir die Champignons hier in die Pfanne reingeben. Wir werden die jetzt erstmal schön bei hoher Hitze ein bisschen anbraten. Also die Hitze könnt ihr ruhig auf hohe Hitze stehen lassen. Ich sag mal, für so circa 2 bis 3 Minuten werden wir die Champignons erstmal einmal anbraten. Nachdem die Champignons jetzt circa 2 bis 3 Minuten lang anbraten durften, geben wir jetzt die Paprika hinzu. Oder die Paprikas hinzu. Ja, die gelbe und die rote. Halt, jetzt hat sie noch einen verlaufen. Auch mit rein. Alles einmal schön umrühren. Ja, die Paprika möchte ich gleich zum Ende so haben, dass sie noch ein bisschen leicht Biss hat. Das finde ich, ja, macht sie zum Ende immer viel schöner. Mir schmeckt es auch zum Ende ja, etwas besser. Aber ich finde es einfach in so einem Wrap cooler, wenn da so ein bisschen leichter Biss noch so ein bisschen mit drin ist. Alles einmal gut verrühren. So, jetzt dürfen die Paprikas auch nochmal so für circa 2 bis 3 Minuten mit anbraten. Und dann können wir auch schon die Zwiebel hinzugeben. So sieht das schon recht gut aus. Und jetzt geben wir die Zwiebel hinzu. Hier hat sich schon wieder drin verlaufen. Alles einmal schön umrühren. Und können jetzt auch gleich schon ein bisschen Salz hinzugeben. Das ist das Salz, da ist das Salz. Hat sich gerade versteckt. So, mal ein bisschen leicht salzen. Können das jetzt zum Ende noch mal einmal ein bisschen abschmecken. Sag mal, sollte zum Anfang erstmal so reichen. Ja, hol ich mal ein bisschen was bei, das passt schon so. Alles nochmal einmal. Oh, jetzt fällt hier schon was daneben. Naja, gut, auch das kann ja mal vorkommen. Also auch alles halb so wild. Und jetzt zum Ende geben wir den Knoblauch hinzu. Den Knoblauch immer am besten am Ende erst mit hinzugeben. Weil wenn der ja, zu lange mit drin anröstet, wird er zum Ende hin ja, einfach bitter schmecken. Das sieht ja schon mal recht lecker aus. Und jetzt können wir auch schon den Paprika Edelsüß hinzugeben. Alles mal einmal gut ein bisschen verrühren. Kann noch ein ganz kleines bisschen mit anrösten. Und jetzt zum guten Schluss geben wir noch eine schöne Prise Pfeffer hinzu. Den werden wir frisch gleich reinmalen. Ja, ich mag es immer so ein ganz kleines bisschen würziger. Deswegen kommt bei mir auch ein etwas mehr Pfeffer drin. Und ja, wenn wir alles mal einmal kurz durchrühren, dann mal einmal probieren, ob noch ein bisschen Salz hinzu kann. So, mal einmal Probierali. Kann auf jeden Fall noch Salz mit rein. War doch ein bisschen zu wenig. So, das sollte so reichen. Und mal einmal kurz umrühren und noch mal einmal probieren. Oh, das sieht lecker aus. Das wird auf jeden Fall gleich richtig gut schmecken. So, Löffel nochmal her. Perfekt, kann so bleiben. Und jetzt können wir das Rindersteak hier im Grill von beiden Seiten erstmal schön scharf angrillen. Deckel erstmal zu. Nach circa 1,5 Minuten werden wir das Rindersteak erstmal einmal wenden. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus. Ja, es gibt ein schönes Branding. Weitere 1,5 Minuten später werden wir das Steak wieder wenden. Und diese Methode nennt sich 90-90 Methode. Oh, das Steak löst sich noch nicht ganz. Obwohl doch. So, jetzt drehen wir das Steak einmal um 45 Grad und somit bekommen wir auch ein richtig schönes Branding.
Grill wieder zu. Und nach weiteren anderthalb Minuten werden wir das Ticket wieder wenden und werden es wieder um 45 Grad drehen. Oh, das sieht doch schon richtig gut aus. Jetzt können wir den Gasgrill abschalten, nehmen das Rindersteak und packen das hier in die Mitte rein. Also sorry, nicht indirekten Bereich, weil der Grill ist ja gleich aus. Somit ist ja, ja der indirekte Bereich eh für Chicano. Und ja, ich sag mal, das sieht richtig gut aus. Und jetzt werden wir noch mal einmal ganz kurz die Kerntemperatur überprüfen. Na, wir sind schon bei 43, 44. Na, bei knapp 45 Grad. So, machen wir den Deckel nochmal zu und gehen wir das Steak nochmal so circa 5 Minuten. Und die Resthitze im Grill reicht auf jeden Fall alle mal zum Fertiggaren aus. Und jetzt werden wir nochmal ganz kurz die Kerntemperatur überprüfen. Nicht, dass das Steak näher zu weit gart. Gucken, wo wir jetzt angekommen sind. Sind schon bei 49, na 50. Oh, geht schon Richtung 51. Also, das Steak ist soweit. Startklar, runter vom Grill, ab aufs Brettchen und darf jetzt mal für circa 5 Minuten ruhen. Ja, und jetzt können wir eigentlich auch schon anfangen, unseren Wrap zusammenzubauen. Und dazu nehmen wir jetzt hier einen schönen gehäuften Esslöffel Creme Fraiche. Ja, machen wir so ein bisschen hier mittig auf dem Wrap drauf. Schön ein bisschen verteilen. Ja, bis kurz hier oben vor der Spitze. Das ist ja eigentlich dann oben, wo wir zum Ende dann reinbeißen werden. Verstreichen das mal so ein bisschen, dass wir hier so ein etwas größeres Rechteck bekommen. Wie ihr schon so schön sehen könnt, hier im Unterbereich ist es kein Creme Fraiche und das ist eigentlich auch der Bereich, den wir gleich zum Ende nutzen, um den Wrap einmal umzuschlagen. Und jetzt können wir den Wrap mit unserer Pilz-Paprika-Zwiebelpfanne befüllen. Und naja, die Pfanne, ich musste eben alles nochmal einmal erwärmen, weil durch die ganzen Dreharbeiten hier ja, hat sich das alles ein bisschen mittlerweile abgekühlt, weil irgendwie fehlte noch eine Kamera. Und ja, dann auch die zweite und dritte Hand dafür, dass man gleichzeitig noch einen Rindersteak angrillen kann. So, jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Rest in der Pfanne über. Ich sag mal, die Pfanne reicht ungefähr für so 2 bis maximal 3 Wraps. So, jetzt können wir das Rindersteak nehmen, schneiden das Rindersteak mal an. Dazu machen wir jetzt erstmal einmal einen schönen klassischen Mittelschnitt und schauen mal einmal rein. Ja, also das sieht schon ganz hervorragend aus. Und jetzt können wir das Steak in schöne, dünne Tranchen ausschneiden. Aber bevor die erste Tranche im Wrap landet, werden wir erstmal eine Tranche nehmen und probieren. Mmh. Boah, geil. So, jetzt schneiden wir ein paar schöne, dünne Tranchen runter. Mmh. Richtig schön leckeres Angus Entrecote Steak. Jetzt werden wir den Wrap mit schönem Rindersteak belegen. Ja, oh, hier ist schön Fett drin, das gibt zum Ende einen richtig schönen guten Geschmack ab. So, jetzt können wir das Steak mit ein bisschen Pfeffer würzen. Und nachdem wir das Steak jetzt mit etwas Pfeffer gewürzt haben, werden wir einen schönen ordentlichen Schuss von der Bella Toscana Soße oben drüber geben. Ja, ich sag mal so 2 bis ungefähr 3 Esslöffel. Ja, ich denke, man sieht schon ganz gut so aus. So, lassen wir das mal erstmal. Und jetzt geben wir den Mozzarella Käse oben drüber. Ich sag mal auch so, ja, so 2 bis 3 Hände voll circa. Wer da etwas mehr mag, darf auch gerne etwas mehr verwenden. Aber ich sag mal, das sollte jetzt erstmal so reichen. Und nach dem Belegen vom Wrap nehmen wir jetzt das unterste Ende, klappen das einmal rein, drehen den Wrap einmal, klappen jetzt die Seite rüber und jetzt einmal alles ein bisschen schön in sich zusammendrücken. Ja, ich weiß, ich habe jetzt auch Handschuhe an. Macht manchmal ein bisschen Sauerei. Aber wichtig ist dabei, schön einigermaßen eng rollen. Ja, fertig ist der Wrap. Zum guten Schluss werden wir jetzt die Wraps nochmal einmal ganz kurz von beiden Seiten ein bisschen angrillen. Und dazu legt ihr am besten den Wrap mit der offenen Seite nach unten. Dass die sich erstmal zuerst so ein bisschen, ja, so ein bisschen verschließt, ne, so ein bisschen fester wird in diesem Fall. Jetzt nehmen wir den zweiten Wrap, legen die mal hier hin. Und jetzt müsst ihr auch gleich mit am Ball bleiben, weil das geht nämlich jetzt recht zügig. Nach circa ungefähr, ich sag mal so 30 Sekunden, können wir den Wrap schon als erstes mal drehen. Also ihr seht, er hat schon schöne Röster oben bekommen. Drehen wir einmal auf die andere Seite. Mal gucken, ob der sich hier schon löst. Ja, da löst sich auch. Au, und da geht sogar auf. Also mal einmal andersrum drehen, versuchen, dass ich das jetzt hier gelöst kriege. Das geht noch. Also ihr seht, aufpassen dabei.
Ja, und da geht es übrigens auch gerade ein bisschen auseinander. Also ich werde diese Szene jetzt definitiv nicht zwischen rausschneiden. Hätte mir vielleicht nicht ganz so voll machen sollen. Aber gut, ja, zum Ende ist man immer schlauer, ne? Und nach circa weiteren 20 bis 30 Sekunden können wir den ersten Rap schon runternehmen, weil das sollte so auf jeden Fall reichen. Ich packe es nochmal hier rüber aufs Brettchen. Jetzt nehmen wir gleich den anderen auch runter. Der Käse ist definitiv geschmolzen. Hier haben wir auch ein paar Röstungen, obwohl der kann noch einen ganz kleinen Moment liegen bleiben. Den lassen wir einen Moment. Ja, meine lieben Grillfreunde, manchmal ist das eben so im Leben. Da geht eben hier was bei eine Hose, da was bei eine Hose. Und das fing eigentlich erst hier auch schon an, wo ich den Knoblauch hinzugeben wollte. Ja, da war dann plötzlich die Kamera nicht an. Da war dann der Knoblauch aber schon in der Pfanne drin. Somit alles ein bisschen zu spät. Und jetzt gucke ich mal, was ich aus diesem Video noch so zurechtschneiden kann. Und naja, in diesem Fall sind jetzt die Wraps auch vielleicht ein klein bisschen zu voll. Ja, mit etwas mehr Fleisch ist das schon okay. Vielleicht beim nächsten Mal einfach ein bisschen weniger von der Pfanne hinzugeben. Und mal ehrlich gesagt, jetzt ist die Pfanne auch nach diesen zwei Wraps eigentlich leer. Und ich sag mal, normal reicht die Pfanne locker für drei Wraps. Aber gut, egal. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal zur kleinen Verkostung. Nehmen wir uns erstmal einen so einen schönen Wrap. Nehmen wir gleich den größten hier. Und wollen mal gucken, ja, wie dieser Wrap jetzt auch schmeckt. Ne? Hopp, 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 Rind in den Kopf. Prost! Mmh. Geil. Mmh. Und jetzt zum Ende vom Grillvideo komme ich nochmal zum kleinen Fazit. Also im Ganzen ist dieser Wrap eine richtig, richtig leckere Nummer. Ja? Kann man richtig, richtig gut abgrillen, wenn man den natürlich nicht gerade zu voll macht. Ja? Dann sind die Augen wieder größer wie alles andere. Aber gut, ist jetzt erstmal halb so wild. Auf jeden Fall diese Kombi zusammen mit dem Wrap, Creme Fraiche mit drauf, dann die Pilz, Paprika, Zwiebelpfanne. Bisschen gewürzt mit Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß. Geht richtig gut auf jeden Fall. Ist eben sehr einfaches und ja, sehr leckeres Essen. Und ja, dann mit dem Rindersteak oben drauf. Das Rindersteak war voll auf den Punkt gegart bei 56 Grad Kerntemperatur. Wobei ich da jetzt mal zusage, wenn ich den Rindersteak so normal esse, bin ich da lieber so der Freund so von 54 bis maximal 55 Grad. Aber gut, diese 1-2 Grad mehr macht einen Kohl zum Ende nicht fett. Und ja, wir haben auf jeden Fall auch zum Ende auch keinen Rindersteak gegrillt, wo man eine Motorsäge zu schneiden mal braucht. Ja, und dann auf jeden Fall auch mit dieser geilen Bella Toscana Soße, die ich übrigens jedem empfehlen kann. Die ist sehr, sehr lecker. Also Black Barbecue, da habt ihr eine richtig, richtig geile Soße am Start. Und schöne Grüße erstmal nach Hameln. Also in Kürze kommt mal wieder eine kleine Bestellung rein. Ja. Und naja, auf jeden Fall auch mit dem Käse dabei. Ging absolut mega schnell ab, dieses Ding. Definitiv. Und diesen hier, den werde ich mir morgen zum Frühstück gönnen. Und wenn euch das Video trotz dieser ein, zwei kleinen Pannen gefallen hat, meine, die erste Panne ist natürlich jetzt mit dem Kopf, wo der Kopf dann im Bild plötzlich drin war, aber gut, ich kann das Ding nochmal jetzt nicht zwischen rausschneiden. Die wird somit jetzt auch zum Ende dann drinnen bleiben. Dann hatte ich am Anfang mit der mit den Knoblauchzehen, wo ich die hinzugegeben habe, plötzlich die Kamera nicht an. Okay, mein Master ist nochmal eben hier, durch die ganze Umbauerei ist dann so ein bisschen Action hierbei, ein bisschen im Spiel, ja. Man tut nun mal eben, zum Ende bin ich hier mit einer Kamera unterwegs. Vielleicht mit zwei Kameras alles vielleicht ein bisschen anders dann zur Hand haben. Obwohl, auf diesem engen Raum wird natürlich dann doch recht eng mit zwei Kameras. Aber gut, egal, macht jetzt nichts. Und wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Dann lasst ein folgendes Kommentar. Vergesst nun die Glocke nicht zu aktivieren, damit ihr beim nächsten Mal nichts mehr verpasst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Jens. Ach so, und beim nächsten Mal das Einschalten bitte nicht vergessen. Macht's gut, Freunde. Ciao, euer Jens.